Hallo zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir hier endlich, ist es doch noch wahr geworden, kurz vor dem 22er kommt hier noch einfach mal noch vom Yogi die Hermannsegg um die Ecke. Wer meinen Kanal ein bisschen länger folgt, weiß, dass ich um 17er die Karte ziemlich lang gespielt habe. Und ich muss sagen, ich habe es mir jetzt schon ein bisschen hier angeguckt. Wieder hat er wieder was ganz Tolles hier hingekriegt. Mit seinem ganzen Team muss man sagen, das sieht doch ziemlich gut aus hier, muss man echt sagen, hat sich das Warten wirklich gelohnt drauf. Zunächst einmal am Anfang, wie gesagt, die Version 1.0 des Ganzen hier von der Karte selber. Die Karte hat eine Größe von knapp 1,2 Gigabyte, aber ich finde es trotzdem vollkommen in Ordnung und braucht man sich auch nicht drüber aufregen. So, ja, was soll ich sagen? Ihr braucht für die Karte, und das werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal jetzt auf der Vorstellung noch sagen, verschiedene Mods, dass das Ding auch reibungslos funktioniert. Nicht, dass nachher wieder die Kommentare kommen, da ist was, da fällt was und so weiter. Ich hoffe, ich habe alle Mods jetzt drin. Ich habe alles genommen, was es geheißen hat, inklusive optionale Mods. Ich habe nur Seasons jetzt rausgelassen, dass es eine normale Ansicht hat. Fangen wir mal an, was man alles braucht. Es ist aber alles auf der Download-Seite auch nochmal schriftlich niedergeschrieben, sagen wir es einfach mal so. Genau. Also, ihr braucht die Maschinenhall aus ModHub, Small Bunker, Silo Set aus ModHub, BGA 200kW ModHub aus ModHub, Freeland Bunker Silo aus ModHub. Dann braucht ihr hier Lorian Agrikultur Kooperative aus dem ModHub, oh je. Dann von Moddingwälder platzierbare Hof. Die Bichler Farm aus dem ModHub. Dann braucht ihr das Ballenlager von LSFM. Das ist das Einzige, wo ihr auch kurz warten müsst beim Download, aber der Download geht sehr schnell vonstatten, also ist kein Problem. Dann haben wir hier noch die Hansberry Limit Interface Mod von aus dem ModHub. Optional, Seasons Ready ist Mais Plus Ready, Mais Plus Source Extension und Mais Plus CCM. Genau, so, ihr seht selber hier wieder Multifrucht verbaut, ganz darunter, hier hinten geht es dann weiter auch, also alles voll drin hier. Wir fangen jetzt mal hier oben an. Hier ist der Haupthof, da hat es einen Hühnerstall, da hat es einen Schweinestall, da hat es einen Kuhstall. Kuhstall wieder sehr gut geworden mit schöner Freilauffläche, insgesamt alles top. Hier haben wir einen kleinen Pferdestall, gut, klein ist er auch nicht, immerhin 16 Pferde passen rein. Hier ist der Viehhändler, der, was heißt das hier, Güneimport und Schweinezucht hier. Hier drüben haben wir dann noch eine offene Kuhweide, da könnt ihr euch dann mit 200 Kühe aus, draufstellen sozusagen. Der Aldi ist hier, die Spinnerei ist hier, die Molkerei ist hier, das Sägewerk ist hier. Hier haben wir dann noch ein Futtermischsilo, hier haben wir noch den Schweine, das Schweinegehege, Tankstelle. Raffeisen ist hier noch und dann haben wir hier noch ein Hofsilo, hier haben wir noch einen weiteren Hof. Die anderen Höfe müsst ihr kaufen, um sie zu bespielen können, also ihr könnt, dann tauchen auch die Trigger auf für die Tiere, dann funktioniert das auch. Hier habt ihr noch einen Kuhstall, einen Hühnerstall und hier habt ihr noch mal ein Hofsilo und natürlich ein Hofgebäude, hier, Farmhaus. Hier steckt die BGA drin, die müsst ihr euch auch runterladen, aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Link dazu, alles in der Videobeschreibung, beziehungsweise nicht in der Videobeschreibung, sondern in der Download-Seite ist alles drin. Dann haben wir hier landwirtschaftliche Genossenschaftsgebäude zum Verkauf und Kalksaatgut zum Kaufen. So, ich bin jetzt mal komplett außen rum. Ihr seht, zum Start gehört euch dieses Feld, euch gehört dieses Feld und dieser Haupthof. So, die Felder, die Preise, ihr seht da unten, was die so kosten, ich denke, das ist vollkommen in Ordnung da. Na, auch diese Wiesen hier, die sind alle nicht unbedingt sehr, sehr teuer. Und von dem her ist das alles im grünen Bereich. So. Hier die ganzen Verkaufsstellen. Ich gehe mal rüber, was ihr für eure Sachen so bekommt. Na, da sind die ganzen anderen Fruchtsorten hier drin. Und ja, wenn ich jetzt irgendwas vergessen sollte, dann sorry, aber das dürft ihr dann selber rausfinden. So,
Ich werde die Karte dann vermutlich dann auch bespielen. Fahrzeuge haben wir hier jetzt keine dabei. Tiere habe ich schon gekauft. Ihr seht hier, klassisch bei den vielen Fruchtsorten gibt es nachher auch verschiedenes Futter für die Tiere. Die Kuhweide vom einen Hof, dann haben wir hier den Schafhof. Das sind zwei Schafshöfe nebeneinander. Zeige ich euch aber nachher auch alles noch detaillierter. Nochmal den anderen Schafhof mit nochmal Schafe. Ihr seht hier, erzeugen Wolle und so weiter und so fort hier. Dann haben wir hier das gleiche nochmal. Kuhstall, Mischgülle, Milch. Ne? Und hier das ganze, die ganzen Früchte, was sie fressen sozusagen, das ganze Futter. Dann die Schweine. Sieht genauso aus. Auch verschiedene Sachen mit am Start. Nochmals weitere Schweinegehege, sieht genauso aus. Die Hühner erzeugen sich selber und Eier und fressen halt ein paar Sachen mehr. Dank dem ganzen Frucht, neuen andere Früchte. Hier haben wir noch den Bichlerhof, den Hühnerstall. Da sieht es dann ähnlich aus, sagen wir es mal so rum. Und dann haben wir hier noch den Kuhstall im Bichlerhof, das sieht genauso aus. Also von dem her. Und der Pferdestall natürlich auch noch. So, Aufträge auf der Karte auch natürlich. Und da würde ich sagen, steigen wir einfach mal rein. Ich habe wie gesagt Seasons raus, keinen Shader an und eventuell nicht ganz auf Höchstleistung hier. Aber ja, nur dass ihr es mal seht, wie es aussehen könnte. Ne? So, ich mache das mal ein bisschen hier an. Hier haben wir dann schon mal ein Fahrsilo verbaut hier im Boden. Hier ist das Farmhaus verbaut. Dann haben wir hier, kann man außen rum und kann da hinten wieder reinfahren. Hier noch ein paar Felder. Wir haben jetzt Mittagszeit. Nein, nicht ganz Mittagszeit. Vorher war es noch Mittagszeit, genau. Kurz vor 10 Uhr haben wir es jetzt, dass ihr von der Licht her mal wisst. Da kommt man jetzt nicht rein. Allerdings haben wir hier eine große Halle. Da könnt ihr gut stapeln. Hier sind auch Regale drin. Hier ist Silo mit eingebaut. Und dann gehen wir hier mal rüber hier. So, hier haben wir dann nochmal eine Halle. Ne? Da sind auch Solarzellen drauf. Hier, wie gesagt, das Fahrsilo von vorhin. Von gerade eben, eher gesagt. Na, hier ist noch eine Werkstatt verbaut hier drin. So, dann kommen wir hier schon, wie auch im 17er. 17er sah hier noch ein bisschen anders aus, wurde ein bisschen, wie gesagt, umgebaut, angepasst. Hier haben wir dann schon mal den Schweinestall. Da passen dann 130 Schweine in den Stall hier drin. Also auch eine schöne Sache. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir dann noch den Hühnerstall. Die Hühner laufen hier auf, ja, bis hierher auf dem Hof rum. Da drüben gehen sie noch ein bisschen rüber. Die Hühner selber habe ich ein bisschen suchen müssen. Allerdings war, ist ja klar, man kauft die Hühner oder ja, hier, na, direkt am Wagen, am Hühnerstall sozusagen. Hier könnt ihr die Hühner kaufen. Dann passen da 100 waren es, glaube ich, wenn ich das jetzt gerade richtig, ja genau, 100 Hühner. Das ist okay, hätten wir ein bisschen mehr nehmen können, aber passt, kann man ja gegebenenfalls noch umändern. Hier ist dann noch ein Ballenlager drin für Strohballen. 54 Stück passen rein. Und hier drüben haben wir dann noch Heuballenlager. Ja, passen auch 54 Stück rein. Drin sind momentan 5. Hat uns der Yogi sozusagen schon dazugestellt. So, oder reingelagert. Hier haben wir noch eine Halle zum Einlagern. Ja, ich mache wieder alles auf hier. Hier konnte man gleich früher mal durchfahren. Wenn ich das mit dem, da war, glaube ich, dann das Haus hier drüben und konnte man hier durchfahren. Kann ich mich noch ganz vage dran erinnern. Kuhstall, auch eine feine Sache geworden hier. Dürfte er sich eigentlich ähnlich wie beim 17er sein hier runter. Die Kühe sinken manchmal ein bisschen in den Boden ein, aber das ist ja völlig egal. Das macht nichts. Das passt. Wenn man immer bedenkt, dass die Karte jetzt erst rauskam, muss man ja froh sein, dass sie überhaupt rauskam. Ne? Wir sind, glaube ich, alle froh, dass sie rauskam. So, zack, Kuhstall, perfekt. Schön angelegt.
Kühe könnt ihr hier kaufen, passen 125 Stück in den Stall rein. Stall hier, da auch markiert, wo was rein muss. Ich denke, das findet dann jeder, wo was hin muss. Hier auch nochmal, ihr seht hier, ne? Perfekt. So, gut, dann haben wir hier das. Hier haben wir dann noch ein Silo verbaut, beziehungsweise ein Stroh- oder Heusilo, vermute ich jetzt einfach mal. Na, vermutlich, ja, dürfte schon so stimmen. Hier dann noch Ganzpflanze frisch, steht da oben dran. Profis werden es wissen, was es ist. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich weiß es gerade nicht. So, also, dann haben wir schon mal das hier. Gehen wir mal ein Stückchen weiter hier den Weg hoch. Wie oft ist man hier entlang gefahren, um seine Gerätschaften irgendwo hinzubringen? Kann mich noch recht gut dran erinnern. Aber auch wenn es schon länger her ist. Hier haben wir den Pferdestall. Müsst ihr, glaube ich, auch kaufen, wenn ich das noch richtig weiß. Passen 16 Pferde rein. Ne? Auch eine feine Sache, das. So. Hier kann man noch hintere fahren zu der Graswiese. Die hatte ich meistens auch noch. Und hier drüben haben wir dann schon den Landhandel. Da bekommt ihr dann eure Fahrzeuge her. Ja, man kennt dieses Teil hier noch. Ja, die Karte hat damals schon sehr viel Spaß gemacht. So, hier haben wir dann noch ein paar Verkaufsstellen hier. Ja, und da hinten bekommt ihr dann auch den Kalk noch. Gehen wir hier weiter. Hier haben wir dann noch eine Halle zum Unterstellen, wenn man das möchte. Und hier haben wir auch schon die BGA verbaut. Ja, vom Castor, wenn ich das noch richtig weiß. Hier sind noch ein paar Silos. Ein Silo, zwei Silo und drei Silo hier. Gut. Hier ging es dann runter den Weg, glaube ich. Und dann kam man dann hier irgendwo runter. Da gab es noch einen Weg hier, genau. Wir gehen jetzt aber mal gucken hier. Hier haben wir noch eine Lagerhalle für irgendwelche, ja, Einlagerungen. Die könnt ihr ja nutzen, wenn ihr wollt. Hier drüben noch ein paar Felder. Gehen wir ein bisschen weiter hoch, damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. So. Hier ist der berühmte Fluss. Wie oft bin ich da auf die Mauer hoch? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Hier kann man auch runterfahren wieder, wie am 17er auch, und durch den Tunnel hier durchfahren. Das machen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Wir gucken jetzt mal kurz noch schön hier rein. Genau. Auch ein kleiner Hof. Hier die bekannte Brücke. Und hier ging es, glaube ich, auch noch, wenn ich mich noch erinnern kann, irgendwann einen Weg runter. Na, oder habe ich mich da tatsächlich getroffen? Ah, ne, der ging hier runter, stimmt, genau. Na, man kennt das alles hier. Man kennt's. So, hier der berühmte Weg durchs Wasser durch. Hier haben wir dann, glaube ich, nur Felder zum Bestellen, also keine Weiden hier. Wenn ich das noch richtig weiß, genau. Hier drüben, wenn wir hier rüber gehen, haben wir dann, oder der Straße folgen, sagen wir es einfach mal so, haben wir dann hier noch einen Schafhof. Da wird die Wolle rauskommen, könnte ich mir vorstellen. Und die Schafe selbst könnt ihr dann praktisch hier kaufen. Passen 250 Schafe rein. Müsst ihr aber erstmal den Hof kaufen. Ne? Wie gesagt, geht halt runter bis zum Wasser. Wurde auch hier schön angelegt. Genau. So. Mal kurz hier rüber. Hier kommen wir dann zum nächsten Schafhof. Und ja, ein kleinerer Schafhof hier. Hier drin. Hier geht's rein. Und die Schafe können auch hier... geh mal weg hier. So, jetzt. Hier raus. Na, so sieht's hier aus. Und hier rein und hier rüber laufen. Die haben jetzt nicht so viel Freifläche. Die Schafe selbst könnt ihr, jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken, ich glaube hier hinten war es. Genau, hier könnt ihr die Schafe kaufen, passen auch 250 Stück rein. Ist halt meistens bloß größtenteils Indoor-Haltung hier, ne, innen drin.
So, das ist bloß Dekoration hier. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir noch ein Fahrsilo drin. Hier haben wir dann die Brauerei als Verkaufsstelle. Man kennt sie, wenn man das Hermannseck gespielt hat. So, gehen wir mal kurz hier hoch. Hier haben wir dann, ich glaube, hier war das Lohnunternehmen. Ja, ich glaube, das war hier. Das müsste hier gewesen sein. Genau. Genau, das ist bloß das Hofsilo. Aber, ne, ich habe eine Unterstellfläche und ein Silo hier. Genau, das Lohnunternehmer hier. Hier haben wir dann noch diesen, das müsste jetzt der Bichlerhof sein. Eigentlich müsste das der Bichlerhof sein. Hier habt ihr den Hühnerstall, die Hühner kaufen. Auch ganz interessant hier drin. Passen 100 Hühner rein in den Stall. Und dann habt ihr hier ein paar Hühner. Hier hinten habt ihr noch einen Kuhstall. Ne? Lager, Unterstellmöglichkeit hier. Wenn ihr halt jetzt Kühe und Hühner wollt, habt ihr hier die Möglichkeit. Kann man auch öffnen hier. Die Kühe selbst müsst ihr hier kaufen. Passen 50 Stück rein. Hier habt ihr dann noch eine kleine Freifläche bekommen. Da könnt ihr dann noch was hinstellen, wenn ihr das wollt. Genau. Noch ein Silo, Unterstellfläche hier. Passt. Genau. So. Auch schön. Muss ich bloß wieder überlegen, wo wir hinlaufen. Hier ist die Map nämlich wieder zu Ende. Hier, ja, hier ist der Tunnel und dann finito hier hinten. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Da runter und dann wandern wir in diese Richtung hier. Hier mal das Tal wieder. Wurde hier auch schön. Ne? So. Hier drüben haben wir dann noch den Schweinehof. Da kann man hier oben rein. Da habt ihr hier Lagerfläche. Ne? Einiges. Und auch hier könnt ihr dann die Schafe, wollte ich schon sagen, die Schweine dann hier praktisch kaufen. Das war irgendwo hier oder war das woanders? Ne? Habe ich mich doch getäuscht. Vorher hatte ich es noch, sonst hätte ich ja keine kaufen können. Ach, da drüben, oder? Dann müsste es hier drin gewesen sein. Oder war das hier? Nö. Kann ich euch jetzt gerade nicht mal ganz sagen, weil eigentlich habe ich doch vorher alle gehabt. Ich bin wahrscheinlich schon dran vorbeigelaufen. Ah, hier. Genau. Passen dann 130 Schweine in den Hof hier rein. So. Was haben wir denn noch hier zum Zeigen? Na, es fällt noch die berühmte Holzbrücke. Die kommt gleich. Die kommt gleich zum Zeigen. Ich will bloß gerade überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Sägewerk, wir können mal hin. Hier haben wir Sägewerk verbaut. Im Wald drin. Hier habt ihr auch noch ein bisschen Stellfläche. Falls euch noch irgendwas fällt hier, könnt ihr euch dann hier auch noch austoben. Hier habt ihr dann noch eine Verkaufsstelle verbaut. Und hier drüben, da ist dann bloß noch Aldi und so. Da waren wir ja gerade schon mit den Kühen, mit der Weide. Nur da waren wir noch nicht, gell? Oder? Wir gehen mal kurz rüber. Die Gärtnerei.
Hier ist noch der Aldi und hier drüben haben wir dann noch die Weide mit den 200 Kühen. Hier. Ja. Genau. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Wenn nichts, dann tut es mir leid. Hier, wenn man mich rauslässt, habt ihr dann den Viehhändler, da könnt ihr dann eure Tiere kaufen. Sind dann hier. Könnt ihr hier wieder rausfahren. Also eine runde Sache hier. Genau. So. Muss ich bloß mal überlegen, wo jetzt die... War die nicht hier irgendwo? Na, auch hier habt ihr viel Fläche. Keine richtigen Geraden. Ja, genau. Hier kommt die Brücke. Die bekannte Brücke, die Holzbrücke. Ja, man kennt sie. Hier der Wasserfall noch. Yogi meint ja auch wohl alle, der komplette Fluss wäre zum Wasser abnehmen da. Da könnt ihr überall Wasser ziehen. Wie ich das noch richtig im Kopf hatte. Hab. Dann kommen wir hier wieder am Pferdestall raus. Jetzt ist die gute Frage, habe ich euch jetzt noch was nicht gezeigt? Das habe ich euch gezeigt, das habe ich euch gezeigt. Den Schafstall habe ich euch gezeigt. Den Schweinestall hier habe ich euch gezeigt. Den hier auch, das hier auch. Dann wären wir ja praktisch schon wieder, fast schon wieder rum hier. Zumindest das Gröbste jetzt mal. Wenn ich jetzt noch was vergessen habe, da könnt ihr euch dann selber alles herausfinden, bevor das jetzt hier zu lange wird. Und ich habe jetzt hier, okay, ich habe schon ein paar Bilder gemacht, übrigens auch wieder eine Bildergalerie bei mir verfügbar. Da könnt ihr dann noch ein paar Bilder angucken, wo ich gemacht habe, hier von der Map. Und ich habe jetzt hier mal keine Fehler bis jetzt gesehen. Na? Also bis jetzt zumindest nicht. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Der Link zur Modding-Welt und so weiter ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr euch dann sehr runterladen. Vergesst die Mods bitte nicht, weil sonst funktioniert es nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal auf dem Kanal hier. Bis dann und ciao.